Herzlich willkommen zu einer neuen Folge No One Survived. In der ersten haben wir ja unsere erste Nacht erfolgreich überlebt. Es ist weiter auch nichts passiert. Und Spoiler-Alarm, es wird diese Folge auch nicht viel passieren. Wir werden hier die restlichen Häuser looten. Und noch ein paar Autos mitnehmen. Allerdings alles, was ihr bis jetzt schon an Loot gesehen habt, wird sich nicht großartig verändern. Weil mehr oder weniger überall dasselbe drin ist. Deswegen spare ich das euch. Und wir begeben uns direkt zu unserem ersten Händler, der hier in der Nähe ist, auf den Weg zum Flugzeugwrack. So, hier sind wir jetzt bei der Händlerin angekommen. Viel zu bieten hat sie allerdings nicht. Man kann bei der ersten Position was eintauschen, bei der zweiten ihr einfach Sachen geben, um den Beziehungsstatus zu erhöhen. Und je höher der Beziehungsstatus ist, desto mehr kann man bei ihr dann lernen. Wenn man Fähigkeiten lernen möchte, dann muss man mindestens 20 Punkte investieren, also muss man vorher 20 Punkte sich erkaufen. Bei den Sachen, die sie jetzt hat, Tiere und ein bisschen was zu essen, da sieht das so aus, dass man eben irgendwie einen Gegenwert damit reinlegen muss und irgendwann wird der Balken dann grün und dann lässt sich der Handel abschließen. Allerdings, naja. Viel gibt's hier erstmal nicht zu holen. So, und hier sind wir auch an dem Ort angekommen, an dem ich meine erste Base errichte. Ich werde euch ein wenig jetzt mit mir und meinen Baukünsten alleine lassen. Grundsätzlich ist natürlich nicht viel Neues dabei. Bäume fällen, Boden herstellen, Wände herstellen, dann am besten noch ein Dach oben drauf, vielleicht noch eine Tür und ein paar Fenster. Aber seht selbst. Struktur, Holz, Fundament, Holz, Boden. Sieht stabil aus, hält einiges aus. Brücke drauf. Brücke drauf. Osten. Holzwände. Haben wir schon Planken für Balken. Balken, zwei Gitterbalken, vier Gitter. Belastbarkeit, Säule. Absorbierbar, Säule. Was? Was? Das hat nach oben, nach unten. Okay. Ja. Jetzt eine Leiter wollte ich jetzt nicht extra noch bauen. Oh, wie bei Auge, so. 1, 2, 3, 4. Ja, ist jetzt ein bisschen minimalistisch, ich weiß. Holzwand. Holzwand mit Türöffnung. Wieso nicht? Keine tragende Struktur oder Gegenstände, die den Bau verhindern. Keine tragende Struktur oder Gegenstände, die den Bau verhindern. Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Muss ich irgendwie Pfosten noch einrahmen oder was? Kann ich jetzt eine Tür einsetzen? Tatsache, ne? Okay. Muss ich hier überall noch. Oh, falsch. Überall noch Pfosten hier hinsetzen. Können wir noch ein paar Fenster machen hier? So. Fenster. Fenster.
Da machen wir kein Fenster. Holzwand. Da, da, da und da. Und da auch. So. Baumstämme. 6. 6, 12, 24 Baumstämme. Hallo, Mr. Baum. Es hört sich an, als ob irgendwas, weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das kann ich genau eintragen, oder was? Keine benötigten Materialien, kann ich überhaupt nichts tragen. Deutsche. Ein. Tatsache. Zwei. Drei. Oder Kiste. Erster Boden. Kann ich hier irgendwas ablegen? Wenn ich das dann noch. Topf haben wir hier auch noch. Wir sortieren geht nicht, ne? Noch zu viel erwartet. Was wird das jetzt hier? Ein Sturm zieht auf. Ich glaube, es regnet. Eins, zwei. War da nicht mehr? Ich habe noch nicht mal ein Dach. Vier Stück. Ich weiß sowieso nicht, ob er mich hört. Bei mir ist das Donnern so stark. Ein Baumstamm, drei Steine.
Alter Schwede. Kranke und Pflanzen. Kranke und Pflanzen. Arbeitungstisch. Drei Baumstämme, fünf Steine, ein Werkzeugkasten. Ups. Hab ich gesagt, hab's schon wieder vergessen. Drei Baumstämme, fünf Steine. Boah. Hä? Bienenwabe. Kommt die denn her? Hat da noch ein Baumstamm? Planke, Baumstämme. Regen. Mal lässt er wieder liegen. Dann kann er nicht. Wenigstens noch einen mitnehmen. Würde sagen, ja, dann mach da nur das, was du kannst. Alter, mit dem Wetter gehen die aber, hauen die aber voll auf die Kacke hier. Das ist ja mal der Oberknaller, ne? Ach, das kann ich drin nicht bauen. Sechs Holzstöcke, 20. Das ist immer noch so. Alter Schwede. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so.
Doch, muss ich mir da noch was ganz anderes überlegen. Schlafen ist jetzt noch nicht. Ich hab Angst gekriegt. Mechanische Fertigkeit, blub, blub, blub. Was brauche ich denn für die Dinger hier? Planken und Holzstöcke. Na gut, Planken mache ich ja jetzt. Also ich brauche da noch eine Tür, ne? Ohne Tür ist das Ganze natürlich auch ein bisschen lächerlich. Also wie ich das sehe, ist auch bald meine Axt kaputt. So ungefähr jetzt ist meine Axt kaputt. Zwei Steine. Ja. Gleich habe ich nichts mehr zu trinken und dann geht es eh den Bach runter. Eine tragende Struktur. Ach, ich muss erst in die Dinger hier rein. Was waren die? Nee. Baumstamm. Ein Baumstamm. Hä? Ich jetzt nicht so ganz. Ja, ich bin mal dafür. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das soweit alles hingekriegt habe, dass da zumindest mal der Umriss steht. Was ist das? Malaria. Reduziertes Ausdauerlimit und Regeneration. Einmal was von getrunken oder was? Ja, dann kann ich ja noch mal trinken, ne? Dann kriege ich dann zweimal Malaria. Was, wenn ich jetzt F drücke? Ach so. Sich selber reinigen. Okay. Ja, ich musste den Aufbau jetzt kurzzeitig unterbrechen, weil ich tatsächlich ein paar Dursten war. Ich bin jetzt kurz in das Haus rein und habe ja ganz viele tolle Bücher gefunden. Ja. Die toll sind oder nicht, weiß ich noch nicht. Ja, jetzt sind wir erstmal wieder zurück. Mein Scheiß auf die Malaria, mein Gott. Was nicht dann irgendwas mit Antikörpervirus zu tun? Leben 88 von 102. Was hakt denn das so? Ich hab den noch nicht mal getroffen. Ein Pfeil. Ich habe wieder drei Pfeile nur noch.
Also da muss es auch irgendwas Besseres geben. Achso, ja, ich schicke auch noch ein paar. Welche zurück? Ich kann Fall bitte wieder haben. Nein. Kannst du nicht. Der Herstellung fehlgeschlagen. Da ist er doch. Ja, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Weil es fehlen noch ein paar Planken. Nein, du steht die wahnsinnige Hütte. Ein bisschen krumm. Aber nur ein bisschen krumm. Gucken, dass hier kein Auto kommt. So, ein Problem wird da jetzt sein, dass ich hier keinen Platz mehr habe, oder? Das. Jetzt hat er die so gemacht. Ja. Wahrscheinlich eh nicht mehr geworden. Was ist jetzt mit der Malaria? Mein Leben ist einen nach oben gegangen. Ja, ich weiß das doch alles auch nicht. Oh, die Baumstümpfe sind weg. Ich weiß, irgendwo biegen wir, aber irgendwo am Anfang stand was, wenn man irgendwas lange noch liegen lässt, dann ist es nachher weg. Die Fertigkeit Kompetenz steigt. Ja. Hier, nur ein bisschen noch hier. Ich glaube, wird Holzstock auch. Jetzt noch ein? Ja. Sechs, zehn, 16 Planken. So, dann können wir gucken, was mit einer Tür. Wir brauchen eine Tür, eine kleine Tür. Holzfenster, Holztür, vier Planken, zwei Stöcke. Zack. Fenster, zack. Hätte ich nicht irgendwann irgendwo nochmal Stöcke? Achso. Habe ich immer noch. Eins. Zwei. Dann müsste das ja reichen. Warum macht er das nicht? Weil der die da hinsetzt, damit er die da nicht hinten machen darf. Das ist auch so ein. Ja, wenn das irgendwie so Tastenkombination gäbe, um das eben alles mal nach oben zu machen, ne? Hätte ich das schon längst gemacht. Aber entweder hier bitte nicht. Oh, ich bin zu blöd. Wer weiß das schon so genau? Sieht es aus. Verstehe ich auch nicht. 3, 5. Also die Anzeige ist sehr komisch. Was soll ich jetzt machen?
Mechanisch Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3. Topf. Ein Topf habe ich. Batterie. Sieht halt so gar nicht aus wie eine Batterie, aber egal. Da guck mal, so kann man. So geht das auch. Machen wir denn so eine Truhe hier? Bienenstock. Ist doch kein Bienenstock. Kastenrahmen aus Holz, Ingenieurwesen. Klasse 1. Ingenieurwesen, Klasse 1. Klasse 2. Ingenieurwesen, Klasse 1 habe ich ja schon. Dreimal Planke. Lernvoraussetzungen sind nicht erfüllt. Aber habe ich doch. Verstehe ich nicht. Gelernt, Planke. Ach, nach unten geht es weiter. Ein bisschen. Ein bisschen. Kühlschrank. Wo ist der Lichtschalter? Auch nicht schlecht. Wo ist denn hier sowas Billiges wie einfach eine Kiste? Damit die Sachen gleich nicht weg irgendwann sind. Ingenieurwesen, Ingenieurwesen. Aber ich habe doch die ganze Plörre von Ingenieurwesen. Kastenrahmen. Was habe ich denn beim Kastenrahmen aus Holz? Regenwassersammler. Wäre mal nicht schlecht. Textilmaschinen, Schminktisch. Ja, sonst keine Sorgen haben. Räucherständer. Ja, hier war ich schon. Ja, und das ist es. Verstehe ich nicht. Ja, kann hier doch nichts. Ist doch nichts. Kann ich mir auch alles so herstellen. So. Wird das fertig? Ich mache mit Bauhammer. Bauhammer. Kann ich das auch nicht mehr machen, oder? Handwagen. Eisentor, Holztor, Tor, Mauer, Mauer, Gerüst. Ah. Fünfmal Planke und einmal einfache Teile. Hätte ich gerne. Richtig auch. Habe ich irgendwo hier einfache Teile? Einfache Teile. In der Nähe. Empfindliche Teile. Da sind einfache Teile. Okay, und? Und blank. Ah, geht doch. So, meine ganzen Zeitschriften. Munition, elektrische Bauteile, alles, was ich sowieso erstmal nicht brauche. Die Planken schmeiße ich da jetzt natürlich nicht rein. Alkohol ist auch keine Lösung. Sollte ich schon behalten. Kann ich das jetzt nicht irgendwie. Ach, da sind auch noch Pfeile. Sehr gut. Umstellen. Machen wir hier Planken da draus. Planken. Ach. So. Leckeres Dosenfleisch. Wir müssen ja nicht alles mitnehmen, ne? Kräuter, Kaffee. Leben plus 1. Erste Hilfe.
Stock. Patronen habe ich nicht gesehen. Wasser. Brot. Ist auch schon bald um, ne? Essen wir mal. Kohlenhydrate, Mentalität, Essen. Das hat immer so lange gedauert, bis der isst. Kohlenhydrate, Mentalität. Nicht wieso. Ob es irgendwas mit Mentalität zu tun hat. Aber oh, auch bald M. M heißt übrigens verfault. Also ehrlich, die schmeiße ich glaube ich weg. Ich habe keine Ahnung, ob ich die essen möchte. Körperliche Stärke 42. Also Stöcke, na gut. Jetzt haben wir hier nichts mehr. Na guck mal, jetzt haben wir doch schon wieder richtig Platz. So scheiße sieht es jetzt natürlich auch nicht aus, ne? Wenn das Dach war, ist ein bisschen krumm und schief. Aber na gut. Dann war es das für diese Folge. Die Hütte ist gebaut, eine Kiste ist gebaut. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.